Gucken wir uns nochmal die Festplatte an. Einen Schluck Kaffee nehmen. Ah. Ach ja, er war schön. Einfach so dahin zu sliden, immer nichts machen zu müssen. Hey, Lachskaffe, hi. Schön, dass du auch reinschaust. Stimmt, Bundesliga ist ja vorbei. Spieltag für heute. Obwohl Dortmund spielt, glaube ich, noch. Ah, okay, ja, Nachtschicht ist natürlich übel. Ist alles irgendwie dafür stehe ich um kurz nach 5 morgens auf. Ach du, ist doch kein Problem. Ich zwinge niemanden hier reinzuschauen. Alles gut. So, was sagt denn die Festplatte? Ah, was können wir? Was können wir? Alternative beschichtete Eisenplatten. Hm, das brauche ich eigentlich nicht. Alternative Kohle. Naja, das ist eigentlich auch nicht. Ich glaube, da würde ich tatsächlich den Draht nehmen. Ja. Ja, zur Not kannst du das Ganze als Konserve immer noch auf YouTube angucken. So, und neue Teile, jawohl. Festplatte. Jo, 10 Minuten. Da brauche ich auch mal noch Zuschauer. was wollte ich da? Die Supercomputer wollte ich wieder weglegen. Die ich nicht brauche. Natürlich, 5 Stück hätte ich gehabt. Die hätte ich gar nicht bauen müssen. Cheat. Egal. So. Brauche ich nicht, kann weg. So, ah ja, nee, also ich bin nein, überhaupt nicht böse. Deswegen streame ich ja auch live, weil ich gerne mit Leuten interagiere. Das ist ja das, was mich am Streamen reizt. Wenn Leute ihre Meinung kundtun. Okay. Geht ja mal jetzt einen Eisenstangen hin. Wer verbraucht hier so viele Eisenstangen? Das ging glaube ich hier rüber, ne, zu den, naja, die Schraubenproduktion. So. Zement brauchen wir noch? Oh, ich kann, wieso habe ich von denen so viele eingesammelt? Ich glaube, ich muss mein Inventar mal ein bisschen leeren. Das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Die lasse ich mir mal noch. Da kann auch ein bisschen was von weg. Eisenplatten, die brauche ich immer.
Ja, der Rest ist... Der Rest ist okay. So, was braucht ihr noch? Eisenstangen habe ich. Zement und Stahlbeton. Und wie sieht das mit gewalztem Aluminium aus? Sollte ich... Ja, habe ich noch genug. Da habe ich noch genug. Ja, dann würde ich sagen, ein Zement fehlt mir noch. Da muss ich eine Etage tiefer für. So, ich habe meinen Rucksack noch gar nicht auf. Zement ist hier, ne? Ja, nehmen wir so zwei Stack mit. Ey, brauchen wir mehr. Brauchen wir mehr. Brauchen wir mehr. Ich wollte noch ein bisschen zementieren. So. Dann müsste ich eigentlich alles haben. Ja, ich denke schon. Komm ich. Hier noch irgendwo meine Leiter hochbauen. Jo. Habe ich noch genug Eisenrohre? Stahlrohre meine ich. Eisenstangen habe ich. Stahlrohr sehe ich glaube ich gar nicht. Ach ja, das war ja so ziemlich knapp. Ja, drei Stück noch. Da brauche ich auf jeden Fall noch was von. Bevor ich hinspringe. Damit ich meinen Tube weiter ausbauen kann. Na, der war ja nicht ganz günstig. Ausgebaut werden. Also auf die Map, muss ich mal gucken gleich. Map, was war's? Y, ne? Nee, V. Nee, V-Skin. Karte war. Raumschlüssel-Talisman, ja. Ja, natürlich, das ist das Wichtigste. So, ja, wenigstens ist den Miner fürs Bauxit noch entschließen. Das war heute auf jeden Fall mein Ziel. Eigentlich hätte ich noch gehofft, dass ich es vielleicht bis hierher bauen kann, aber das werde ich nicht ganz schaffen. Ja. Das ist ganz schnell. Das ist mir vorhin passiert, dann hatte ich wegen eine Festplatte raus und ich hatte Computer gelesen. Das war ein Supercomputer. Ja, und wieder zurück. Jo.
Aber wer kennt das nicht? Ich glaube, das hat er schon wieder geschafft bei dem Spiel. Irgendwas in der Base zu vergessen. Ja, genau. Die Felsbrocken, die müssen sein. Ist ja hier nichts für Anfänger oder so. Ich nehme vielleicht doch hier. So, ich könnte eigentlich hier schon mal die Stützen für die Tube setzen. Transport. Ja. Und ja, dann baue ich das hier mal ab. Dann bauen wir das da oben nämlich schon mal hin. Ja, diese Tubes sind echt eine Erleichterung, wenn man sie dann erstmal gebaut hat. Oh, was? Zu teuer? Was fehlt mir denn? Ach, scheiße. Ja, dann halt hierhin. Den Eingang. Und ab dafür. Jo. Okay. Also, ist der Kollege noch hier? Und Bauxit läuft. Sehr schön. Eins, zwei. Oh, noch nichts gegessen. Ja, dann sollte das langsam mal tun, ne? Und Kaffee, ganz wichtig. Ja, meiner ist gerade zu Neige gegangen. Okay, also scheint kein gutes Bauxitvorkommen zu sein, wenn ich das so sehe. Okay. Naja. Haben wir sonst irgendwo Bauxit? Ist hier noch irgendwo eine Ader? So eine. Okay.
eine Stunde erst wach. Also sowas. Mal gucken, ist hier noch eine zweite Ader? Ah, dahinter ist noch eine. Okay. Ich glaube, da müssen die Kollegen da doch mal wegbolzen. Baumfeld! Da ist noch eine Ader, alles klar. Meine Natur ein bisschen wegmachen hier. Besser sehe. Ja, ich glaube, den werde ich nicht kriegen, ne? Das beeindruckt den nicht wirklich. Ja. Der jetzt wieder hin. Hat's ihn erwischt oder? Tut er nur so. Glaub, den habe ich. Ich glaube, den habe ich. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier runter. Fundamente. Da. Oh, noch eine. Na, ist ja drei Bauxitadern hier. Das ist natürlich nicht schlecht. Die müssen natürlich noch alle angezapft werden. Wo bist du? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Er hat schon Aua gemacht. Der Lump. Der ist wahrscheinlich genau unter mir, ne? Drecksack. Da hinten ist er. Ja, nimm dies, du Schuft. So. Gut, aber ich kann das genauso machen wie mit dem. Also wir von hier oben das Ganze bauen. Habe ich? Nee, da fehlt mir bestimmt noch. Mit zwei meiner fehlt mir bestimmt noch was. Wenn, wollen wir gleich alle anschließen, ne?
Oh ja, pff, da fehlt mir einiges. Aber gut. Die schließen wir natürlich alle hier an. Dann kommen die alle zusammen. Fusionator hin. Perfekt. Schwurz. Sieht hier auch schon langsam auflaufen. Ja, braucht auch wesentlich mehr von. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel man für Alu braucht. Aber ich gehe mal davon aus, eine ganze Ecke mehr. So. Also, wir können ja das Förderband nehmen. Geht denn ja auch noch ein bisschen schneller? Ah, da steht es. Ist ja schon. Paff. So, Auto. Dann zementiere ich noch ein bisschen. Plattform erweitern. Oh, jetzt ist fertig hier, dass wir hier schön Aluminium produzieren können. Mal gucken, was wir dafür noch alles brauchen. Aber ich glaube, da braucht man auch Wasser für oder so. Mir war so. Schön ein. Ah, halt. So. Na, los, komm. Zement habe ich eigentlich noch. Oh ja, noch genug. Da kann man auch ordentlich was mit bauen. Update viel raus ist, hätte ich gerne noch die Atomkraft. Damit es jetzt auch wieder lohnt, neu anzufangen. Dann müsste ich eigentlich hier genau rumkommen. Genau, sehr schön. So, und hier geht es dann mit dem Bauxit lang.
So. Da runter. Dann kann ich hier einmal ums Eck führen. Und hier kommen dann die Bauxitproduktion hin. Noch ein bisschen breiter machen hier. Dann kann ich auch mit dem Auto lang fahren. Okay. Alles aufgebraucht. Ja, dann gucken wir uns auch gleich mal die andere Festplatte an, die wir haben. Oh. Und dann werde ich auch langsam Feierabend machen. Bauxit schließen wir dann beim nächsten Mal an, die anderen beiden. Und die nächste Röhre. Dann noch ein bisschen Kupferblech mitnehmen, dass wir den Hypertube noch weiter bauen können. Oder vielleicht baue ich den sogar noch offscreen weiter, wenn ich das Feld dafür die Aluminiumproduktion vorproduziere oder vorbaue. Ja, Produktion für Supercomputer würde ich auch gerne noch bauen. Ich glaube, dazu muss ich erst noch mal eine Produktion für KI-Begrenzer irgendwo hinsetzen. Der Mann, aber ich hätte die irgendwo hingebaut. Da hinten, glaube ich, ne? Mal gucken. Aua! Verdammt! Ich habe ja den Rucksack nicht auf. Hier KI-Begrenzer gebaut? Hier war doch irgendwie so, ne? Ne, natürlich. Ah. Genau, weil ich Supercomputer bauen wollte. Genau, deswegen habe ich hier schon KI-Begrenzer hingesetzt. Alles klar. Hier muss ich noch rausführen. Noch eine Ebene tiefer, der Zement. Okay, Festplatte. Oder die Kasche Zement ist hier hinten. Ah, trotzdem Festplatte. Nee, da. Kenne ich schon meine eigene Fabrik nicht mehr aus. So, Festplatte. Was bringst du mir denn? Aha. Alter.
alternativ angereicherte Uranquelle. Das könnte vielleicht tatsächlich mal interessant werden. Jo. Schön, schön. Tja, brauche ich jetzt das polymere Harzen alternativen Blueprint? Oder nehme ich die Uranquelle? Was nehme ich da denn? Ah, verdammt. Das ist jetzt schwierig. Da ich jetzt nicht weiß, ob ich von dem komischen Harz noch was brauche. Uran ist noch so weit weg. Ich glaube, ich nehme das polymere Harz. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das die bessere Wahl ist. Jo. So, konnte ich eigentlich schon irgendwas mit Schwefel? Ist hier? Nee, wo war es denn? Telium war es auch nicht. Was? Achso, da brauche ich Aluminium für. Haha, alles klar. Ja, kannst du ja aussuchen, ob du I oder H machst, ja. Supercomputer. Brauche ich auch 50. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier und heute von euch. Danke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lachscafé, du kannst dich wieder hinlegen und eine Runde schlafen. Ja, ich muss mal sehen, wann ich hier weiterspiele. So, ja, Aluminium ist immer noch das, was ich machen möchte. Quatsch, was brauche ich denn dafür alles? Aluminium. Barren brauche ich glaube als erstes. Dafür brauche ich Aluminiumschrott. Und Kieselsäure. Ja, Kieselsäure habe ich genug, das ist kein Problem. Ja. Mein Aluminiumschrott. Das. Mal kurz gucken. Aluminiumschrott. Barren für und Kupfer. Für die Aluminiumlösung brauche ich Bauxit und Wasser. Alles klar. Okay, also als erstes müssen wir uns Aluminiumlösung machen. Aluminiumoxidlösung. Daraus machen wir Aluminiumschrott. Und da machen wir dann Aluminiumbarren draus. Das klingt nach einem Plan. Dann können wir erst die komischen Platten draus machen. Ja. Dann wissen wir ja, was wir beim nächsten Mal was zu tun haben. Wird spaßig. Und wenn ich 200 Platten habe, dann kann ich endlich den Meilenstein ausführen. Okay, ja, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja
noch liebend gern ein Follow da lassen. Oder schaut mal bei YouTube, bei Twitch. Bei Twitch, Twitter. Ein schöner Aussichtspunkt hier. Twitter vorbei. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl, bleibt gesund. Und wir sehen uns ja, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.